Hallo ihr lieben YouTuber da draußen. Ich wurde von der wunderhübschen, super lieben und jetzt wird das Licht total komisch. Oh. Mensch. Das ist aber blöd mit dem Licht, oder? Naja. Gut. Egal. Profi-Dings, ne? Also. Ich wurde von der wunderhübschen Fashion Attitude getaggt. Und sie ist eine der jungen Wilden hier auf YouTube und ich finde sie bezaubernd. Ich finde sie wirklich bezaubernd. Sie sieht nicht nur total aus, ich glaube, sie ist auch menschlich eine ganz kesse Kiste. Jawohl, deswegen freue ich mich, dass du mich getaggt hast und mache natürlich sehr, sehr gerne mit. So, jetzt muss ich gerade rüber switchen zu den Fragen. Und zwar, die erste Frage, mit wem würdest du die Haare auf YouTube tauschen? Ich glaube mit keinem. Also manchmal, wenn die Haare gestylt sind, dann bei Fanny Pilgrim, wenn die sich so die großen Locken macht. Aber so bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit meinen Haaren. Ich finde auch die Haarfarbe von Fanny Pilgrim sehr cool, aber mir steht sowas nicht. Und sonst, nee, ich finde meine Haare schon sehr cool, muss ich sagen. Toi, toi, toi. Nicht, dass sie mir jetzt ausfallen oder so. So, zweite Frage. Wessen Videos guckst du dir als erstes an, wenn du es in deinem Abos siehst? Ganz klar, Chrissy Cosmetic. Selbst wenn ich also am Tag total viel Stress habe, gucke ich die vorm Einschlafen, weil ich die Videos total cool finde. Im Moment natürlich auch von Fashion Attitudes. Ja, so ist es. Die Videos gucke ich auch sofort, wenn sie kommen. Von Knuffi 2006 gucke ich sie meistens direkt und von Rebecca Flöter. Nicht, dass ich jetzt irgendwie vergessen habe. Auf wen klicke ich noch direkt? Nee, ich glaube, das sind so die Leute, auf die ich als erstes klicke. Drittens, wer hat einen tollen Style? Ich finde Chrissy Cosmetic wieder. Dann Fashion Attitudes. Ich wiederhole mich. Fanny Pilgrim. Jojo, My Simple Life TV. und Becky finde ich halt auch einen coolen Style. Die hat so dieses American drin. Ich finde, Chrissy hat so einen sehr coolen Oldschool Rock, Hip-Hop, alles gemixt. Sie macht auch sehr coole Stilbrüche. Fanny Pilgrim sieht so elegant aus. Ich wünsche mir manchmal, ich könnte so ladylike aussehen wie sie, aber ich bin einfach ein kleiner Köln-Rheinländer-Dorftrampe. Das geht nicht. Fashion Attitudes hat einen sehr eigenen, coolen Stil. So Fashionista-mäßig, finde ich. Sie ist für mich die Carrie Bradshaw aus Wien. Ja. Nur mit einer schöneren Figur, weil ich mag die Figur von Carrie Bradshaw nicht. So. Ja. So, weiter geht's, bevor ich mich an dieser Frage aufhänge. Viertens, einen Favoriten, der in einem anderen Land lebt als du. Oh, ganz klar, Emily Noel, 83. Vom Beauty Broadcast, die finde ich ganz große Klasse, die liebe ich einfach. Und Miss Glamorazzi. Und in letzter Zeit gucke ich auch total gerne Mac Barbie, aber nicht, weil ich zu ihr hochschaue, sondern ich finde, dass sie tolle Videos macht. Also super kreativ auch. Ich mag es, wenn Leute kreativ sind. Dabei bin ich selber gar nicht so kreativ in meinen Videos. Schande über mein Haupt. Naja, ich mache das mit allem anderen mit. Rede ich mir ein. Fünftens, was denkst du, auf wen man sich verlassen kann? Also ich weiß, dass man sich auf jeden Fall auf The Chicarina verlassen kann. Hundertprozentig. Auf Jojo My Simple Life TV kann man sich auch verlassen, definitiv. Und auf Nina Girl 3. Die drei gehören ja auch schon zu meinem privaten Freundeskreis, so richtig. Also mit denen habe ich auch oft Kontakt. Sei es per SMS oder Telefon und so. Ich glaube aber, dass man sich auf Chrissy Cosmetic auch verlassen kann. Ich glaube, wenn man mit ihnen befreundet ist, kann man sich auch auf hier, ich nenne sie mal die jungen Wilden, hier so Toa Lingling und Fashion Attitudes und Dear Love Stay. Ich glaube, die sind alle sehr loyal. Ja, und Hair Comparison, auf den kann man sich auch verlassen. Das weiß ich sogar auch aus dem Privatleben. Aha, jetzt habe ich meinen Arm so komisch eingequetscht und da ist meine Sehne irgendwie gesprungen. Kennt ihr das, wenn Sehnen springen? Naja. So, Frage 6. Wer hat Selbstvertrauen?
Nein, ich muss noch jemanden adden. Bei Frage 5, was denkst du, wenn man sich verlassen kann? Auf Knuffi 2006 kann man sich definitiv auch verlassen. Definitiv. Die war, hat sich so lieb um mich gekümmert, als ich im Krankenhaus war. Und die, also ich glaube, wenn man die als Freund hat, die kriegt man auch nicht mehr los. Was aber gut ist, natürlich. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Wenn du mit dir. Nee. Sechstens, wer hat Selbstvertrauen? Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen in Videos, ob jemand Selbstvertrauen hat oder nicht. Deswegen finde ich es schwer. Also ich weiß, dass Jojo, also meine geliebte My Simple Life TV, echt ein großes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben. Also dieses Selbstwertgefühl. Die haut selbst mir manchmal noch auf den Kopf und sagt, Mädel, da musst du aber erstmal durchgreifen. Habt ihr mal hier, ne? Den Arsch in der Hose. Das ist echt eine schwere Frage. Wirklich eine ganz, ganz schwere Frage, finde ich. Ja, also mehr fallen mir jetzt nicht ein. Also wirken tun natürlich alle so. Aber ich kenne halt Jojo privat, ne? Dadurch kann ich das auch sagen. Weil sonst fällt mir jetzt keiner ein. Kann auch sein, dass ich irgendwie wem Unrecht tue, aber. Schwierige Frage, nächste Frage. Siebtens. Wenn du mit jemandem beste Freundin wärst, mit wem auf YouTube wärst du es? Das ist einfach. Mit der Jojo. Mit My Simple Life TV, mit Nina Girl 3, mit Chicarina. Mit Christy Cosmetic hätte ich viel, also hätte ich super gerne viel mehr Kontakt. Mit der Knuffi muss ich mich auch mal treffen. Und ich wiederhole mich, oder? Das ist ja total langweilig, wenn ich immer nur die gleichen Namen sag. Ja, ich hätte viele gerne als große Schwester. Oder als kleine Schwester. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, neuntens. Wer ist am meisten am Bo... Moment. Nee, in der Zeile verrutscht. Achtens. Wer hat den süßesten Namen? Ich finde ja Thor Lingling hat einen schönen Namen, weil das so Lingling finde ich sehr witzig. Wer hat einen schönen Namen? Das ist auch schwer, da fällt mir jetzt keiner ein. Ehrlich nicht. Also so super kreativ, da müsste ich jetzt mal irgendwie gucken auf meinem Kanal oder so, wenn ich verlinkt habe, welchen Namen ich total kreativ finde. Mir fällt echt gerade überhaupt gar nichts ein. Hey, das war ein Nieser und die Antwort in einem. Also mir fällt leider nichts ein, sorry. Neuntens, wer ist am meisten am Boden geblieben? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann euch sagen, wer nicht am Boden geblieben ist. Das wäre für mich viel einfacher zu sagen. Da würden mir jetzt spontan mindestens drei Leute einfallen. Wer am Boden geblieben ist, definitiv Nina Girl 3. Und Chicarina. Das sind so die Leute, die echt bodenständig sind und denen auch. Die auch einfach mal sich trauen, mal monatelang kein Video zu drehen, weil einfach andere Sachen wichtiger sind und dann sind sie da. Also da merkt man, dass sie nicht abhängig sind von den Videos. So wie ich. Ja, ich bin schon so ein kleiner Mensch, der vor die Kamera muss. Sonst kriege ich kribbelige Füße. Ich muss irgendwie mal auf die Nerven gehen. Und das müssen die, glaube ich, nicht. Zehntens, mit wem würdest du gern shoppen gehen? Total gerne mit, das ist wieder so schwer. Ich war ja schon öfter mit Leuten einkaufen. Das ist sehr cool mit Chicarina, weil sie mich immer zurückhält und sagt, nein, Nadine, du brauchst nicht den 10. Taubnagellack oder nein, so eine Farbe hast du schon. Das ist gut. Mit Nina Girl 3, weil wir eigentlich die ganze Zeit quatschen und dabei einfach nur einpacken in den Einkaufskorb. Den kaufe ich ja noch ein. Das ist übrigens mein Lieblingsgetränk. Und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich es in die Kamera gehalten habe. Schön wär's! Hier, Apollinaris, sponsor mich mal. ja, das fällt mir jetzt auch wieder nicht. Also ich würde gerne mit allen Leuten, die ich eben meinem Style genannt habe, also auch Christy Cosmetic, Rebecca Flöter, Fashion Attitudes, mit denen würde ich gerne shoppen gehen, weil die bestimmt sagen würden, hey, also die würden mir wahrscheinlich so neue Kicks und Einflüsse geben, wisst ihr? So,
Weil ich bin ja immer nur so langweilig mit meinen Klamotten, finde ich. Zumindest seitdem ich arbeiten gehe. Da habe ich nicht mehr so viel Zeit, mir morgens was rauszusuchen. Elfens, wessen Videos schaust du von Beginn an hier auf YouTube? Also seit meinem Beginn oder seit deren Beginn auf YouTube? Das ist ja so ein Tricky. Also seitdem ich hier auf YouTube vertreten bin, gucke ich die Videos von All That Glitters, Tiffany D, also Make-up bei Tiffany D. Und ich glaube, bei wem ich ganz früh angefangen habe, also bei dem ich das mitbekommen habe, war Knuffi 2006, Chrissy Cosmetic Cookies, seitdem ich hier angefangen habe. Ja. Ja. So, das sind die Leute, die ich so mit am längsten gucke. Zwölftens, wer ist dir hier am ähnlichsten? Oh, da lehne ich mich wahrscheinlich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, so vom Typ her bin ich sehr wie Chrissy. Also ich habe mich auch, als ich bei ihr auf der Party war, auf der Krimi-Party, da habe ich so ein paar Parallelen entdeckt, auch so von familiären Situationen und so. Ich glaube, da ist sie mir sehr ähnlich oder ich bin ihr sehr ähnlich. Dann Nina Girl 3. Wir haben so viele Parallelen. Wir haben sogar mal im gleichen Land, ja, in Singapur, Praktikum gemacht. Total freaky. Also, da gibt es einfach so viele Sachen, wo wir die gleichen Ansichten haben. Und ja, das fand ich manchmal schon beängstigend, muss ich sagen. So. Dann 13 Wetter, das hübscheste Lächeln. Oh, ich finde das Lächeln von Jojo total süß, von Nina total süß, aber auch weil ich die Leute so gern mag. Von Chrissy, weil die so eine geile, dreckige Lache hat. Becky hat ein cooles Lachen, so dieses All-American Girl Lachen. Wo ich immer mitlachen muss, ist, wenn Knuffi 2006 lacht. Das ist, da beschibbe ich mich. Dann, habe ich Fashion Attitude schon gesagt, die hat so süße Grübchen. Zumindest ein süßes Grübchen. Hat wirklich ein wunderschönes Lachen. Ja. Und aus Amerika, Miss Glamorazzi. Ja. Die hat auch ein tolles Lachen. 14. Wer hat den schönsten Raum? Oh, da muss ich leider Amis sagen. Hier drüben. Briten und so. S. Walker Make-up finde ich einen total geilen Raum. Miss Glamorazzi hat einen total schönen Raum. Auch All That Glitters hat einen total schönen Raum. Ich will da einziehen. Bitte nehmt mich auf. Also, ich finde so der American Style ist sehr, sehr cool. So, ach, da habe ich ja. Wen hättest du gerne als große Schwester? 15. Wen hättest du gerne als große Schwester? JB, ich glaube 78. Jojo ist ja fast so wie meine große Schwester. Nina ist fast wie meine große Schwester. Chikarina ist wie meine gleichaltrige Schwester. Das Problem an großen Schwestern ist ja, dass man sich auch oft mit denen zankt. Das kenne ich ja von meiner großen Schwester. Ich nehme alles zurück, ich will niemanden als meine große Schwester. Genau. Weil sonst karre ich mich mit denen auch, wie mit meiner großen Schwester. Dann, 16. Von wem lernst du ständig etwas? Definitiv von Emily Noel 83. Die hat immer super gute Reviews. Also echt, die macht echt die besten Reviews, die ich kenne. So fällt mir jetzt als ersten ein. 17. Wer macht die kreativsten Videos? Definitiv Chrissy Cosmetic und Hair Comparison. Und Thor Ling Ling. Hair Comparison finde ich total cool, weil er beim Beauty-Bereich bei den Männern unterwegs ist, aber eben auf so seine ganz eigene Art und Weise und seine Videos sind einfach total entertainend. Entertainment. Also, das sage ich jetzt nicht so, weil es mein Arbeitskollege ist, sondern weil ich das einfach total witzig finde. Ich muss immer lachen. Und wenn ich anfange zu lachen bei einem Video, gute Leistung. Dann, wie gesagt, Thor Ling Ling. Am Anfang war ich ein bisschen dickig, muss ich sagen, als ich deine Videos gesehen habe, weil ich dachte, ey, du bist ganz schön gemein, du verarschst mich und alle anderen. Aber dann beim zweiten Blick, super geniale Parodien über die Beauty-Welt. Und man muss einfach auch, wenn man jetzt diese Videos macht, das mit Humor nehmen.
Weil wir sind einfach auch leicht zu parodieren. Und Chrissy, einfach weil sie ihr immer wieder was Neues anfällt, ich erinnere mich da einfach nur an ihren Taschengangster, den sie hatte, wo ich auf dem Boden vor Lachen gelegen habe. Scary und Jay. Jetzt letztens den OB Collection Lipstick in der Farbe Tampon. Ich habe auch auf dem Boden gelegen vor Lachen und habe mich gekugelt. Also die haut immer ein Ding nach dem anderen raus. Finde ich sehr geil. Ja, das sind für mich die kreativsten Videos. Ja. Und jetzt ist auch der Tag schon vorbei. Und ich tagge, wenn sie irgendwann wieder Videos macht, die My Simple Life TV. Die Nina Girl 3 hätte ich gerne. Komm, Christy Cosmetic, du darfst auch mitmachen. Knuffi, dich will ich auch hier bei diesem Tag haben. Ja. Und die anderen Großen werden wahrscheinlich eh alle getaggt. Und wahrscheinlich habe ich eh ganz viele vergessen. Herr Comparison, machst du bitte auch mit. Ja. So, jetzt reicht es. Jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet und jetzt habe ich auch Kopfweh vom Reden und jetzt. Hier ist meine Schlafanzugsuhr. Die ziehe ich nämlich jetzt an. Die ist vom Primark und die ist schon total kaputt. Seht ihr das hier so? Da. Hat aber auch nur 4 Euro oder so gekostet. So, in diesem Sinne. Anders ist anders. Anders ist aber nicht falsch. Ich liebe euch alle da draußen. Also auch wenn ihr hier nicht genannt worden seid, dann liegt es nicht an euch, sondern wahrscheinlich, weil mein Kopf noch total voll ist. In diesem Sinne, over and out.